Und ich möchte nachfragen bei meinem Kollegen Klaus-Rainer Jakisch aus Athen. Nach 10 Erhöhungen in Folge bleiben die Zinsen nun konstant. Wie ist denn das zu erklären? Ja, die Europäische Zentralbank hat das heute damit begründet, dass man erst einmal abwarten will, wie die bisherigen Maßnahmen weiterwirken. Es ist ja bekannt, dass Leitzinserhöhungen erst immer mit einer zeitlichen Nachfolge sozusagen zu Buche schlagen. Man weiß, dass sie die volle Wirkung erst nach einem längeren Zeitraum tatsächlich dann auch erwirken. Und im Moment ist es ja so, dass in der Tat die Inflation bereits deutlich heruntergegangen ist. Und man hofft eben, dass mit den bisherigen Maßnahmen, dass sie ausreichen, sie entsprechend weiterzudrücken in Richtung 2%. Das ist ja das Ziel, was die EZB gerne erreichen will. Zum anderen, und das ist der zweite wichtige Grund, den die EZB heute angeführt hat, ist, dass man sich schon ein bisschen Sorgen macht über die wirtschaftliche Entwicklung. Die schwächt sich natürlich im gesamten Euroraum deutlich ab, unter anderem auch, weil die Zinsen deutlich gestiegen sind. Das führt zum Beispiel dazu, dass Investitionen nicht in dem Maße getätigt werden, wie das normalerweise üblich ist oder notwendig wäre, weil vielen Unternehmen einfach die Kreditkosten zu hoch sind. Auch der Konsum ist eingeschränkt, weil natürlich auch Verbraucherkredite im Moment sehr teuer sind. Man sieht also die ersten Schleifspuren dieser hohen Zinsen, auch insbesondere in der Bauindustrie. Und all diese Faktoren eben haben insgesamt dazu geführt, dass die EZB zu dem Schluss gekommen ist, dass man erst einmal abwarten will bis zum Dezember, wenn neue Daten vorliegen. Ja, und dennoch bleibt der Zinssatz dann ja eben hoch. Dadurch wird ja auch die Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen. Ist da denn eventuell bald eine Senkung in Sicht? Also eine Senkung hat die Präsidentin heute kategorisch ausgeschlossen. Sie wollte sich natürlich nicht dazu äußern, wie es weitergeht, weil man eben erst einmal abwarten will, wie die Entwicklung sich in den nächsten Wochen und Monaten fortsetzt. Und man wird, wie gesagt, im Dezember dann neue Daten haben. Man wollte sich auch nicht festlegen, ob möglicherweise nun bald ein Ende der Zinsreihe eben tatsächlich zu sehen ist. Insgesamt hat man also alles offen gelassen. Das Einzige, was man deutlich gemacht hat, dass es keine Zinssenkung in nächster Zeit geben wird. An den Finanzmärkten wird ja bereits seit längerem spekuliert, dass Ende nächsten Jahres, so im Herbst, möglicherweise es zu ersten Zinssenkungen kommt. Aber das weiß natürlich heute keiner genau und das ist rein spekulativ und ein Blick in die Glaskugel. Und nun gibt es also Sorgen um die Konjunktur. Wie könnte man die denn stabilisieren? Ja, stabilisieren kann man sie natürlich eben vor allem durch andere Maßnahmen, die nicht so sehr mit der Geldpolitik zu tun haben. Hat zum einen natürlich dadurch, dass man versucht, insgesamt die Produktion wieder zu erhöhen, indem man Energiepreise senkt. Insgesamt würde natürlich auch eine Reduktion der Inflation mit dazu führen, dass die Kosten der Unternehmen gesenkt werden. Von daher kann die EZB natürlich schon einiges tun. Aber ihre Hände sind natürlich auch gebunden. Insgesamt ist es nicht unbedingt die erste Pflicht der EZB, die Konjunktur anzukurbeln. Ihre Pflicht ist natürlich, insgesamt die Inflation runterzutreiben, die natürlich dann auch den Unternehmen zugutekommt. Aber sie muss vor allem die Verbraucherinnen und Verbraucher im Blick haben. Und sie hat ja versprochen, dass die Inflation eben auf 2% heruntergedrückt werden soll. Ja, und das hat die Präsidentin heute noch mal deutlich gemacht, werde man auch tun. Man werde so lange daran arbeiten, bis die 2% wieder erreicht sind. Dankeschön für diese Informationen aus Athen. Klaus-Rainer Jakisch war das für uns.